Wir befinden uns hier im Waldstück zwischen Rostorf und Enzenhardt. Die Anfahrt war über die Tischharter Straße am Grünschnittplatz, am Enzenhardt vorbei. Das Waldstück ist jetzt aber hier Richtung Rostorf. Wir sind zu einer unklaren Lage. Der Abteilungskommandant der Stadtmitte, der Stadtbrandmeister, alarmiert worden. Und der Stadtbrandmeister ist dann hier vor Ort gekommen, beziehungsweise wir haben Kameraden, wo in der Nähe wohnt im Rostorf, über Telefon alarmiert, dass er sich das anschaut. Und die haben hier einen Vegetationsbrand im Wald festgestellt und wir haben darauf die Alarmstufe erhöht. Als die zwei Kameraden hier angekommen sind, ist eine Fläche von ca. 30 Hektar in der Vegetation im Brand gestanden. Flamme so ca. 10-15 Zentimeter hoch am Boden. An den Baumstümpfen hat es weiter nach oben gebrannt. Es war eine deutliche Rauchsäule über dem Wald hier zu sehen. Und daraufhin wurde danach alarmiert. Als erstes sind wir vorgegangen mit Löschrohren. Das Wichtigste war uns hier, mehrere wasserführende Fahrzeuge vor Ort zu bekommen. Wir haben drei Löschfahrzeuge mit jeweils einem Wassertank von 2000 Liter hierher beordert, haben dann einen Pendelverkehr vom Unterflurhydrant in Rostorf hierher eingerichtet und sind mit drei Löschrohren vorgegangen, um eine Ausbreitung in den Wald zu finden. Ja, wir haben auch Feuerpatschen im Einsatz gehabt. Wir haben eigentlich schon bei der Alarmierung, dadurch, dass ich als Abteilungskommandant schon im Gerätehaus war, gleich Feuerpatschen aus dem Lager mitgenommen und fahren hier unser volles Waldbrand-Equipment auf. Also Flächenbrände hat man öfters mal, das kommt immer wieder vor bei der Feuerwehr. Jetzt so ein Waldbrand bei uns direkt im Stadtgebiet hat es in den letzten Jahren nicht gegeben. Natürlich personal- und materialintensiv. Problem noch, aufgrund der Corona-Lage fahren wir mit sehr wenig Personal und haben hier ein Schichtsystem eingeteilt. Also es sind auch die Löschfahrzeuge mit geringer Personalstärke besetzt. Wenn das jetzt länger geht, müssen wir dementsprechend nochmal nachhalten. Auf Rücksprache mit dem Revierförster müssen wir die ganzen angebrannten Baumstümpfe hier im Wald zersägen, da hier immer noch Blutlöscher drin sind, um die richtig ablöschen zu können. Ich denke, das sind so 10 bis 15 Baumstümpfe, die hier zersägt und abgelöscht werden müssen. Ich denke, wir sind hier bestimmt noch 1 bis 1,5 Stunden im Einsatz.